Immer mehr Steirerinnen und Steirer leiden an Nahrungsmittelunverträglichkeiten und immer mehr Menschen verzichten freiwillig, etwa auf Fleisch, Milch oder Eiprodukte. Daher stellt sich der Handel verstärkt auf Ersatzprodukte um. In unserer Serie Handelswege besuchen wir heute auf diese Produkte spezialisierte Drogerien. So, ich glaube, wir werden einiges mitnehmen. Rudolf Pusterhofer hat sich vor 2 Jahren dazu entschlossen, sich glutenfrei zu ernähren. Ich merke einfach, glutenfreies Brot tut mir gut. Also wenn ich Weizenprodukte esse, Weizenbrot oder überhaupt Weizenprodukte, Nudeln etc., wo eben das halt sehr ausgeprägt ist, da habe ich das Problem, dass mir die Gelenke schmerzhafter vorkommen. Während der Obersteirer freiwillig verzichtet, müssen Schätzungen zufolge bis zu 10.000 Steirer Roggenbrot durch glutenfreies Brot ersetzen, weil sie an Zöliakie leiden. Ein Drittel der Österreicher leidet an einer Fructoseintoleranz. Meine Drogistinnen kennen sich sehr gut aus bei Nahrungsergänzungsmitteln, bei neuen Ernährungstrends und auch bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie zum Beispiel Laktoseintoleranz, Histaminintoleranz, aber auch wie man sich hefefrei, purinarm ernährt. 5 Mitarbeiterinnen kümmern sich in der Drogerie um die Wünsche der Kunden. Nicht nur deren Bedürfnisse haben sich im Laufe der Jahre verändert, auch die Arbeit der Drogisten. Damals hatten wir ja noch von Pflanzenschutzmittel über Babynahrung, über Fotografie, alles in der Drogerie. Das ist heute ganz anders. Heute sind die Ansprüche eben in anderen Bereichen höher geworden. Das heißt jetzt auch in der Kosmetik, Naturkosmetik. Dadurch hat sich auch die Ausbildung bei den Drogisten verändert. Das ein wenig verstaubte Image der Drogerien konnte man ablegen. Ich bin überzeugt davon, dass es diesen Beruf noch länger geben wird. Denn auch bei den jungen Menschen ist es jetzt sehr wichtig wieder geworden, sich gesund, vollwertig zu ernähren. Und da sind wir oft die ersten Ansprechpartner, was man da verwenden kann. Und statt dem Einkauf aus dem Supermarkt landen dann eben Produkte aus der Drogerie auf dem Tisch.